Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast, ein Winterspecial, was wir im Sommer aufnehmen, was man unschwer an unseren Klamotten erkennen kann. Und wir dürfen Wolf-Dieter Storl im Podcast begrüßen. Ganz, ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich muss das jetzt einfach mal kurz erwähnen. Wir haben ja den Podcast vor 3 Jahren gestartet und damals war einer unserer absoluten Wünsche, dich im Podcast zu haben. Und es war absolut, absolut unerreichbar für uns. Und jetzt sitzen wir hier und ja, freuen uns einfach wahnsinnig. Mhm. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns heute ein ganz tolles Thema herausgesucht, und zwar die Seele der Pflanzen. Und bevor wir in dieses Thema tiefer einsteigen, wo du einfach ja, der Mensch für dieses Thema bist, würden wir vorab eine Frage einschieben, was dich antreibt. Also du hast ja dein Leben den Pflanzen gewidmet, dein ganzes Leben. Und was ist dein Antreiber, was ist deine Mission, deine Vision dahinter? Warum machst du das? Ja, ich mache das, ich glaube, weil das meine Berufung ist. Ich glaube, alle Menschen haben eine Berufung und sie haben auch die Begabungen, wenn sie ihrer Berufung folgen. Also es ist, wer weiß, vielleicht haben die Inder und Buddhisten und auch die alten Kelten recht, dass wir vorhergehende Leben haben, wo wir dann bestimmte Dinge, die wir versäumt haben, Versprechen, die wir gemacht haben, Interessen, die wir folgen wollen oder Wünsche, dass wir die dann in einem neuen Leben ja, wieder aufnehmen. Und eine alte Ansicht ist eigentlich aus der Renaissance, dass wir, genauso wie die Pflanzen und Tiere, unsere Urbilder ganz, ganz tief im Sein haben. Das wurde dann gesehen im Kosmos, in den Fixsternen. Und wir kommen die Himmelsleiter herunter. In der Renaissance hat man das so gesehen, das sind die Planetenstufen, ganz weit draußen. Äußerst sichtbare Planet ist der Saturn. Und er gibt den Menschen, wenn er günstig ist für ihr Leben, eine gewisse tiefe Weisheit. Und dann kommt der Jupiter, der ja 12 Jahre braucht, um von der Erde aus gesehen durch den Tierkreis zu gehen. Und der Jupiter, der gibt ja so Lebensfreude und so weiter und gibt auch ja einen guten Willen. Und dann kommt der Mars, der gibt die Durchsetzungskraft. Und dann kommt die nächste Stufe, die Sonne. Und das ist so ein inneres Licht. Und so geht es hinab bis zum Mond. Und dann ist man auf der Erde und wird geboren. Auf jeder Stufe kriegt man eine Begabung. Und diese Begabung ist etwas, ja, ist nicht das, was man heute so lernt, wie nur eine Prägung durch die Gesellschaft. Also so würde ich das bei mir sehen. Ich habe mich für die Pflanzen von Anfang an interessiert. Ich bin aufgewachsen, als kleiner Junge war ich immer draußen. Schon als Säugling lag ich draußen im wo meine Großeltern ihren Garten haben und ich habe das alles mitgekriegt. Dann sind wir aus der Ostzone, das war damals nach dem Krieg, dann meine Mutter und ich sind in den Westen gegangen, Oldenburg, Marschland, alles sehr aufregend. Als ich 11 Jahre alt war, dann kam ich in die neue Welt nach Amerika, nach Ohio und das war ja wirklich, die ganzen Pflanzen, das waren anders und die Tiere waren andere Tiere, Opossums und Waschbären und Schlangen und Schildkröten, völlig faszinierend. Wir kamen da im Frühling an und erst im Herbst musste ich in die Schule und die ganze Zeit bin ich da durch die Natur gestromert. Es gibt in Ohio, in dem östlichen Waldland der USA, gibt es
um die 150 verschiedene Baumarten. Das ist also absolute Vielfalt. Darunter Sassafras, wo die alten Leute Rotbier gemacht haben. Und ja, also es hat mich immer interessiert, die Pflanzen. Ja, du hast das Thema ja auch im Prinzip hier wirklich ganz weit nach vorne gebracht und mit auch so populär gemacht. Es ist ja noch, ich sag mal, gar nicht so lange her, dass sich eigentlich noch nicht so viele Menschen für die Wildpflanzen interessiert haben. Und jetzt kommen immer mehr Menschen dazu, die sich von diesem Thema angesprochen fühlen. Und vielleicht hat das ja auch so ein bisschen was mit der Seele der Pflanzen zu tun. Ja, es Und ist wenn wir da. erstmals notwendig bei den Naturvölkern. Ich habe ja dann Ethnologie, also Völkerkunde, Anthropologie studiert und habe gemerkt, dass, also ich fing an mit dem Studium in Botanik und habe gemerkt, dass die Angangsweise ist, die sogenannte naturwissenschaftliche Angangsweise ist, dass man die Pflanze zum Gegenstand macht und dass man sie analysiert. Das Wort analysieren heißt, auseinanderschneidet und die einzelnen Teile sieht und wägt und misst. Und ich habe ihn als Jugendlicher, bin ich immer in den Wald gegangen, meine Freunde und überhaupt die Amerikaner, die haben da kaum Zugang gehabt. Ich habe die Lehrer gefragt, was sind das für Pflanzen, die da wachsen? Und die sagten, das ist nicht interessant. Das sind Unkräuter, Weeds and Scrubs, haben sie gesagt. Und deswegen wollte ich überhaupt studieren, weil ich bin stundenlang in die Bäume geklettert, habe dort gesessen, habe die Pflanze angeguckt, würde gerne wissen, wie heißt ihr denn? Aber die Kommunikation war schon da. Und diese Kommunikation war klar, man schaut sie an und bewundert sie, aber es war in Resonanz gehen. Und dann kommt man an die Universität und da ist keine Resonanz. Das sind dann wie Gegenstände. Und wie sie wachsen und leben, wird mechanistisch erklärt. Aber das sind ja keine Maschinen. Und es war absolut frustrierend, da zu studieren. Was da nicht gesehen wurde oder nicht gesehen werden durfte, war die Seele der Pflanze. Und mit dieser Seele der Pflanze war ich unbewusst, ohne dass es mir bewusst war, war ich in Resonanz. Deswegen war es echt schlimm, Botanik zu studieren. Bin ausgestiegen, wusste nicht, was ich machen sollte. Später habe ich dann Völkerkunde studiert, weil es war interessant, wie die verschiedenen Leute in ihrer Umwelt leben und was sie denken und so. Und viele Ethnologen, die haben keinen Bezug zu Pflanzen, aber jede Kultur hat eine besondere Sichtweise, was Pflanzen sind. Also war dann länger in Indien und da habe ich gesehen, dass für die Inder sind die Pflanzen mächtige, meditierende Wesen sind wie Pflanzen sind eigentlich Gurus. Deswegen laufen sie nicht rum wie Menschen und Tiere. Sie sitzen da und mit jedem Blatt nehmen sie das Sonnenlicht auf. Und für die Inder, was die Sonne ausstrahlt, ist das Licht und man hört es im Geist als das Om. Die Sonne strahlt Om. Und Goethe sagte ja schon, die Sonne tönt nach alter Weise und sie nehmen das, und das ist ja eine Tatsache, sie nehmen das Sonnenlicht auf und verwandeln es erstmals, nehmen sie Wasser und Kohlendioxid und verbinden das zum Urelement, also zum Urmolekül des Lebens, zum Zucker. Also, und sie geben uns deswegen auch das Leben. Die Pflanzen, das sagt man in Indien, sind die Quelle alles Lebens. Ja, stimmt. Bei Absolut. den Cheyenne habe ich Ähnliches gesehen. Da waren Pflanzen für die Indianer, für die Cheyenne, hohe geistige Wesenheiten. Das heißt, sie sind nicht an dem
Sie sind nicht im Körper beseelt, sondern sie haben ihr Körper so mehr oder weniger außerhalb, sie sind umseelt. Und der Pflanzenmedizinmann, die Medizinfrau oder Schamane, wenn man so will, die bleibt nicht am Äußeren stehen und guckt die Pflanze nur an und analysiert sie, sondern geht in Einklang mit der Pflanze und ist ein mächtiges Geistwesen. Der Pflanzenkundige muss die Fähigkeit haben, über das Empirische hinauszugehen. Also er muss schon genau die Pflanze anschauen. Es ist nicht wie einige Esoteriker leider machen, oh, ich gehe gleich zum Pflanzendeva. Nee, der Weg zum Pflanzendeva ist erstmals über die Sinne. Es muss Sinn machen. Und wenn man dann, sagen wir mal, sich die Zeit nimmt und in die so ein bisschen mit der Pflanze sie ganz genau anschaut dann, oder ansieht, dann wird das Ansehen eine Art Schauen. Und dann schaut man, auf einmal nimmt man etwas wahr, was man nicht fotografieren könnte, was nicht beim oberflächlichen Blick da ist. Und das ist zum Teil als allererstes so wie die energetische Ebene. Man kann das kaum fotografieren. Vielleicht mit Kirlian-Fotografie kommt man da nahe, wo man so eine Art Aura, also physikalisch tatsächlich fotografieren kann. Aber die Pflanzen fangen an zu leuchten. Sie sind wunderbar. Aber das ist erstmal die energetische Ebene. Wenn das Schauen tiefer geht, wenn es über das Energetische geht, also wenn die Seele da hineingeht, dann sieht man eher das dann auch das Seelische der Pflanze oder man spürt es. Es ist nicht wie so ein Film oder, sondern man spürt es, man sieht es im Spiegel der Seele. So kann man das sagen, im Spiegel der Seele. Und das ist schon überwältigend. Wenn man in diese Art Meditation mit der Pflanze kommt, dann kommt man in einen ekstatischen Zustand. Man ist in der Ekstase, man ist in der Wonne. Die bei den Germanen, da waren die Pflanzengottheiten, das waren die Vanen. Das Wort Vane ist mit Wonne verbunden. Und es ist tatsächlich so, wenn man so richtig innig sich mit der Pflanze verbindet, ist ein Zustand der Wonne. Die Vanen waren friedlich. Das einzige Metall, heißt es in der Mythologie, einzige Metall, das sie kannten, war das Gold. Und sie lebten in einer Art Paradies auf grünen Wiesen und in Wäldern, so die Mythologie. Zu dem Punkt kann man kommen. Und aber wir sind eben Menschen und wir sind im alltäglichen Getriebe. Eben. Und irgendwann, wenn man in dieser Meditation ist, dann hört man irgendwie, so jetzt ist genug. Kehr wieder zurück ins alltägliche Bewusstsein. Oder während man verloren ist in der alltäglichen, also in dieser Meditation, dann hört man einen Hund bellen. Die sind sehr gut dafür. Und dann kommt man aus der Meditation raus. Also das ist dann für mich ein wichtiger Zustand. Das ist, man könnte sagen, könnte es umschreiben als schamanisch, aber das Wort ist ja inzwischen so ausgelutscht, kann man sagen. Aber und das ist möglich, das ist für jeden möglich. Und einige haben das natürlicher. Ich kenne Leute, die haben Blumen am Fenster und das wächst und gedeiht sehr gut. Das ist, weil sie sich liebevoll verbinden. Also das ist auch ein wichtiges Wort. Die beste Art und Weise, die Pflanzen zu erfahren, ist, dass man sie liebt. Und dann kommt die Antwort von der Pflanzenwelt. So etwas Ähnliches habe ich bei den Cheyenne erfahren. Ja. Ich bin mit einem alten Medizinmann dann herumgelaufen durch die Wildnis in Wyoming. Und am Anfang, wir wurden Freunde, und am Anfang habe ich die Pflanzen nach bestimmt nach dem
normalen botanischen Art und Staubblätter gezählt, Blütenblätter gezählt, die Abstände und die Bewegung der Knospen und so weiter. Und der alte Indianer, der stand dann so da und dachte, was macht denn der Verrückte? Und dann habe ich gemerkt, er redet mit den Pflanzen, nicht über sie. Und das hat vielleicht ein halbes Jahr gedauert, ehe ich das überhaupt verstanden habe. Was gibt es denn da mit den Pflanzen zu reden? Die haben ja gar keine Hirne und so. Sprechen aber, doch gar nicht. Bitte? Die sprechen doch gar nicht. Ja, die sprechen doch gar nicht. Und die haben ja kein Nervensystem und so weiter. Was soll das? Aber für die Naturvölker, für die Indianer ist das ganz offensichtlich. Die bleiben, die gehen mit der Seele sozusagen, reisen sie oder durch ihre Interesse, ein interessantes Wort, denn es heißt mitten im Wesentlichen sein. Sie gehen mit ihrer Interesse an die Pflanze und die Pflanzenseele, die kommt dann nahe. Also so begegnet man einander dann. Das ist etwas anderes als die naturwissenschaftliche Methode, die sehr gut ist, um die Materie und die Gesetze der Materie zu erfassen. Aber unsere Welt, unser Universum erschöpft sich nicht in der Materie, sondern alles hat so ein bisschen eine energetische, dann eine seelische und eine geistige Dimension. Und das kannte man in fast allen Kulturen, das kannten auch unsere Vorfahren und die ist durchaus auch zugänglich. Ja, jetzt in ganz vielen Kulturen ist es ja völlig normal, dass man die Pflanze eben nicht nur als Materie sieht. Bei uns ist es ja genau umgekehrt. Bei uns wird man ja schräg angeguckt, wenn man über die Seele der Pflanze spricht oder dass die Pflanze beseelt ist. Du hattest ja auch schon das Stichwort genannt, Pflanzendeva, für die, die damit jetzt gar nichts anfangen können. Magst du da einfach noch mal ganz kurz sagen, was ist die Seele der Pflanze? Wie können wir uns das vorstellen? Ich meine, wie kann man sich das vorstellen? Immer wieder angeschnitten, aber noch mal für die. Es gibt in unserer Kultur, wir haben auch so eine Art seelischen Hunger. Wir würden sehr gerne mit unserer Umwelt und mit den Tieren kommunizieren, aber es ist uns irgendwie verloren gegangen, aberzogen in den Schulen. Ups, Entschuldigung. So, jetzt geht's wieder. Super. Und da gibt es Leute, die umarmen Bäume, was ganz wunderbar ist. Der Baum freut sich sicher, aber dann hören sie den Herzschlag des Baumes. Das ist eigentlich ihr eigener Herzschlag. Denn die Pflanzen sind nicht vollkommen verkörpert oder inkarniert. Wir als Menschen, das hat man im Mittelalter gesagt, auch anderswo, sind Mikrokosmen. Wir haben einen physischen Körper, das habe ich auch in der Schule gelernt, in der Science Class in Ohio, dass wir aus so und so viel Kalk bestehen und Phosphor und sogar ein bisschen Gold haben wir in uns. Und das hat mich immer sehr interessiert. So viel Eisen wie ein Nagel, da könnte man Nagel schmieden. Das hilft uns orientieren mit dem Erdmagnetismus und so weiter. Wenn man all diese Ingredienzien, all diese Zutaten in der Apotheke kaufen würde, damals, das würde so um die, wie viel würde es kosten? $3. $3,67, irgendwo müsste man dafür zahlen. Aber das ist dann nicht der Mensch. Da gibt es noch das Lebensprinzip, das ist auch in uns, das uns aufrichtig macht, dass wir nicht einfach wie die Schwerkraft es will auf den Boden fallen, sondern wir heben uns gegen die Schwerkraft auf und wir wachsen und wir können auch, wir heilen und so weiter. Das ist so die energetische Seite. Und dann diese
Und wir haben die Seele, die fühlende Seele in uns. Das Wort Seele kommt aus dem, in der altgermanischen Sprache, ist verwandt mit See. Der See zwischen Himmel und Erde. Der Himmel kann sich da spiegeln. Also das ist so die Mitte, die bewegte, die emotionale, fühlende Ebene. Und das haben wir in uns. Und dann haben wir einen bewussten Geist in uns. Und die Pflanzen, die sind physisch da. Die kann man auch analysieren. Da ist so und so viel Kohlenstoff und was nicht alles drin. Und sie wachsen auch entgegen der Schwerkraft. Der englische Philosoph Ruskin sagte einmal, also Newton, der Physiker Newton, hat die Schwerkraft entdeckt, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Aber er würde gerne wissen, wie der Apfel überhaupt da hochkommt. Und das ist ein Hinweis auf eben diese energetische, antigravitäre Fähigkeit des Lebens. Das hat eine Pflanze, die hat auch einen sogenannten Ätherleib oder Energieleib, aber die Seele, wo ist die? Die Seele ist nicht inkarniert, die ist nicht drin, die Pflanze hat kein pochendes Herz. Die Pflanze ist, wie Goethe sagte, hauptsächlich Oberfläche. Das fängt schon in der Embryologie an. Wenn die Keimzelle befruchtet ist, dann fängt sie an, fängt sie an, sich zu teilen, und dann gibt es einen Blasenkeim, eine Blastula. Und dann irgendwann bei den tierischen Organismen, dann stülpt dieser Blasenkeim ein und dann hat man ein inneres, einen Endoderm und einen äußeren Ektoderm. Da gibt es eine Innenwelt und eine Außenwelt. In der Innenwelt, da sind die Anlagen für die Organe. Die Organe sind die Pulsgeber. Bei der Pflanze findet das nie statt. Da gibt es nicht diese Einstülpung. Die bleibt im Grunde genommen eine differenzierte Blastula. Und die Ausweitung, die hat kein Inneres. Die Impulse kommen von außen. Sie kommen von der unmittelbaren Umwelt. Sie kommen von den Planeten, also Planetenkräfte. Ein bisschen habe ich darüber geschrieben, weil ich lange bei den Biodynamikern und Anthroposophen war, und die haben echt gute Forschungen in der Richtung. Es kommt von der Puls der Pflanze, oder sagen wir mal das Herz der Pflanze. Wir haben das Herz, das einen Rhythmus hat und uns den Lebenspuls gibt und uns wärmt, unseren Körper wärmt durch das warme Blut. Bei der Pflanze fehlt das. Bei der Pflanze ist es die Sonne, ist es Makrokosmos, kosmisch. Es ist die Sonne selber, die den Lebenspuls gibt. Der Puls Tag, Nacht. Und da reagieren die Pflanzen ganz offensichtlich. Einige Blüten öffnen sich zu einer bestimmten Zeit und schließen wieder und haben ihre Duft. Da gibt es sogar eine Duftperioden, die unterschiedlich ist, die dann mit den Insekten kommunizieren. Aber der Puls und die Wärme ist vom Kosmos. Wir haben innere Drüsen, die Anregungen geben. Bei den Pflanzen sind es oft die Tiere, sind oft die mit der Pflanze assoziierten Insekten, deren die Käfer und die Raupen, deren Ausscheidungen eine Wirkung haben, so wie die Drüsen in uns. Wenn die Insekten dann zu viel fressen, also bis zu ungefähr, das hat man studiert, so 18-20% geht noch, aber wenn sie zu viel fressen, dann haben die Pflanzen Abwehrmechanismen, die geben dann Dünste von sich, die riechen wie Raubwanzen, und dann haben, sagen wir mal, die Blattläuse oder bestimmte Käfer keine Lust mehr. Oder sie geben Dünste und Düfte von sich, was tatsächlich
Insekten ruft, die sie abwehren, oder sie verändern ihren Stoffwechsel, dass sie nicht mehr schmecken, oder wenn sie weiterfressen, dass sie die Verdauung der fressenden Tiere versauen sozusagen. Also die Pflanzenseele ist außerhalb, die ist nicht verkörpert, nicht, aber sie ist da. Eine Analogie wäre zum Beispiel der Mensch, der wohl die Seele den Körper verlässt, also Nahtoderfahrung, wo sich Menschen dann von außen sehen und sie sehen dann den Unfall oder was. Ich hatte mal einen Studenten, das war in der Vietnamkriegszeit, der wurde dann von Kugeln durchsiebt und als sie ihn wegtrugen, sein Geist war außerhalb, als sie ihn auf der Bahre trugen und er konnte sich sehen. Er ist aber nicht gestorben und kam dann wieder und konnte davon erzählen. Für einen Mensch äußerst gefährlich und kein normaler Zustand. Aber für die Pflanzen ist das der normale Zustand, die Pflanzenseele und dann noch weiter der Archetypus, der ganz weit draußen ist, die umseelen oder umgeben den Körper und geben Impulse. Um mit dieser Seele der Pflanze zu reden, deswegen gehen die sogenannten Schamanen, Schamaninnen, in der Indianer sprechen von Medizinleuten, sie gehen dann auch in eine Art Meditation, fast eine Art Trance und gehen auf die Ebene, wo sie dann kommunizieren können mit der Pflanzenseele. Das klingt alles wie Aberglaube und so, das Verständnis ist uns wirklich abtrainiert worden. Aber als Völkerkundler, als Ethnologe kann ich sagen, das ist eigentlich das normale Verständnis. Für die Cheyenne ist es so, dass die Pflanzen hochentwickelte, mächtige Geistwesen sind. Jetzt sind wir wieder da. Gut, das hat mal ausgehakt. Wo war ich? Man geht da nicht hin zu der Pflanze? Ja, also, man geht dann, also es ist so, dass manchmal die Pflanzen die Menschen aussuchen. Also man geht da nicht hin. Und sagt, ja, wie wir es tun, ja, diese Pflanze hat bestimmte Wirkstoffe und die können wir extrahieren. Nein, man geht erstmal nach einer kurzen Zeit des Fastens und der Enthaltsamkeit und bereitet sich vor auf die Begegnung und dann kommt man in einem demütigen Zustand. Das habe ich bei den Cheyenne gelernt. Man sagt, ihr seid mächtig. Bei uns armen Menschen geht es schlecht. Wir wissen, ihr könnt helfen. Schaut, wir bringen Tabak. Das ist bei den Indianern, hier war das nicht so. Schaut, wir bringen etwas und wir bitten um Hilfe. Also echte Demut. Ja. Dann bei den Cheyenne war es auch so, dass manchmal die Pflanze den Menschen aussucht. Das sagte mir der alte Medizinmann, er sagte, denke nicht, dass du immer der Aktive bist, sondern es ist so, wie du siehst da noch einen kleinen Hund und ja, das sieht man ja, wenn man da mal in Nordafrika ist und da laufen kleine Verflöte und Hunde mit schwerenden Wunden und die sind so niedlich und schauen einen an und dann sagt man, ach komm, ich helfe dir und füttert sie und nimmt sie vielleicht zum Tierarzt und adoptiert sie und so adoptieren uns, so die Cheyenne, adoptieren uns die Pflanzen. Dieser arme Mensch, ach, den will ich helfen. Hallo, hallo Mensch. Und der versteht nicht, ist ein dummer Mensch, da muss ich ihn anders kontaktieren,
Ich erscheine in den Träumen. Und es ist ja oft so, dass Menschen tatsächlich von ihren Heilpflanzen träumen. Das sind die Pflanzen selber, die dann Kontakt mit dem jeweiligen Menschen aufnehmen. Ja. Gibt es Oder auch dass in auch mal unserem. so eine, dass mal so, dass diese Pflanzen auf einmal ganz vielfältig im eigenen Garten vorkommen, oder? Das ist auch so, dass das habe ich lange als Aberglaube gesehen, aber immer wieder hörte ich, und das hat auch Paracelsus schon gesagt, dass die Heilpflanzen dann plötzlich im Garten erscheinen. Paracelsus erklärte das so, dass dieselben astralen Kräfte, er meinte Sternenkräfte oder Umweltkräfte, die beim Menschen eine Krankheit verursachen, lassen die Pflanzen keimen und stärker werden. Und deswegen wachsen die Heilpflanzen dann auch im Garten. Ich dachte ja, was für ein Unsinn. Eine Frau erzählte mir von ihrer Mutter, die eine begeisterte Gärtnerin war, aber die hatte einen Ärger mit einem Unkraut, das sie einfach nicht wegkriegte. Ich glaube, das war der Ackerschachtelhalm, aber ich bin nicht sicher. Und dann eines Tages nach Jahren, und er hatte eine chronische Krankheit, schaute sie in einem Buch von Maria Treben, und da war ja das verhasste Unkraut. Und da stand, das ist genau das, was sie zum Heilen brauchte. Ja. Also es gibt diese Parallel, dieses Spiegelbildliche bei den Pflanzen. Es ist ja so, die Pflanzen nehmen zum Beispiel Kohlendioxid auf. Ganz, ganz wichtig. Das ist der Nahrungsstoff. Und in der Photosynthese verbindet sich der Kohlenstoff mit dem Wasser. Die haben Spaltöffnungen unter den Blättern und nehmen eben den Kohlenstoff auf, verbinden den mit Wasser mit Hilfe der Sonnenenergie und dann scheiden sie Sauerstoff als Abfall aus. Der Sauerstoff ist unser Lebenselixier. Mit Sauerstoff, mit der Oxidation unserer Nahrung, davon leben wir. Die Oxidation ist, die gibt Hitze und gibt Energie. Deswegen haben wir Körperwärme. Und wir geben dann wieder Kohlenstoff in der Atmung aus. Und das ist für die Pflanzen ganz, ganz wichtig, um sich selber zu ernähren. Der Kohlenstoff wird dann umgebaut, um das pflanzliche Körper, um den pflanzlichen Körper, das Körpergerüst aufzubauen. Der Kohlenstoff ist er hält die Lichtenergie fest und deswegen können die Pflanzen eben ihre Körper bauen. Deswegen heizt Holz, da kehren wir es um. Das Heizen mit Holz oder was immer ist ein Auslösen wieder des Kohlenstoffes. Das ist so wie auf unsere Verdauung. So ist das. Also es ist wie ein Spiegelbild. Der grüne Pflanzensaft, Chlorophyll, ist ein Spiegelbild des roten Blutes, des Hämoglobin. Das Molekül ist so ein Porphyrinring. In beiden Fällen nur hat bei uns im Blut dieser Ring Eisen, ein Eisenmolekül in der Mitte, nein, ein Eisenatom in der Mitte des Moleküls. Und bei den Pflanzen in diesem Ring ist ein Magnesiummolekül. Das Eisen hilft uns, den Sauerstoff, der eigentlich auch mit dem Pneuma, dem Geist, dem Qi verbunden ist, der hilft uns, den Sauerstoff aufzunehmen. Wenn bei den Pflanzen anstatt ein Magnesium ist, dann würden die Pflanzen auch Mikroorganismen werden. Dann werden sie wie Tiere, dann hätten sie rotes Blut. Aber die haben eben grün und sind deswegen makrokosmisch. Makrokosmisch, das heißt, sie sind offen. Die haben keine inneren Organe. Das ganze Universum ist sozusagen
ihr Inneres. Das Äußere ist bei den Pflanzen ihr Inneres, so könnte man sagen. Und deswegen sind sie verbunden, sie verbinden Himmel und Erde. Sie verbinden das kosmische Licht mit der Kraft der Erde. Da haben sie dann noch die Hilfe der Pilze. Die Pilze, die auch nicht sich selbst, also die nähren sich auch von den Pflanzen, aber sie helfen den Pflanzen wie ein Nervensystem und verbinden mit anderen Pflanzen oder mit der eigenen Art, sodass man ein richtiges, wie ein Gewebe hat. Man nennt es scherzhaft World and ein Wood Wide Web, das in einem Wald alle Bäume, alle sind verbunden mit Hilfe der Pilzmyzelen. Es ist so, wie schon, wer hat das schon gesagt, Aristoteles schon sagte, dass die Pflanzen eigentlich ihren Kopf in der Erde haben, das ganze verbundene Nervensystem, das Aufnehmende, da holen sie sich Wasser und Mineralien und wo Mineralien fehlen, wie das gibt es Versuche, wo Phosphor fehlt, kommen die Pilze und bringen der Pflanze Phosphor. Also es ist wie ein Sinnensystem unter der Erde und wir haben unsere Sinne, die Augen, Ohren, Nase, schmecken, wir haben das und das ist bei den Pflanzen wie fast wie umgekehrt. Das ist ein total schönes Bild. Ja, und dann die Fortpflanzungsorgane der Pflanzen, ja, das sind die Blumen und die sind wirklich schön. Das ist wie wenn wir umgekehrt sind, dann wären unsere Fortpflanzungsorgane der Duftpol, der Hitzepol des Körpers, der verstäubende Pol. Bei den Pflanzen sind die Blumen und bei den Menschen es ist der Unterleib. Also das sind so die, als ob wir als Menschen, wir sind Mikrokosmen geworden. Deswegen haben wir oft Schwierigkeiten, so die unmittelbare Verbindung zu haben. Und wir sind umgekehrt. Und die Pflanzen sind dann noch ganz eins mit dem Kosmos und ganz offen. Und trotzdem gibt es einen Dialog. Da hat zum Beispiel Friedrich Schiller, der Poet, hat einen wunderbaren Satz gesagt. Und er sagte, suchst du das Höchste, das Größte, die Pflanze kann es dich lehren, was sie willenlos ist, sei du es wollend, das ist's. Und das ist das Zitat. Also die Pflanzen sind von Natur aus, von ihrem Wesen aus, mit dem ganzen Universum im Einklang. Sie sind heil, sie verbinden Himmel und Erde. Wir als Mikrokosmos, Kosmen sind so ein bisschen wie abgeschnitten davon. Die Pflanze kann uns lehren, wieder diese Einheit zu empfinden oder ja, kann uns das lehren. Das ist auch der ursprüngliche Sinn, was total missverstanden wird in der christlichen Theologie, dass die Menschen sündhaft sind. Und sündhaft hieß damals nicht, ja, einen kleinen Unsinn gemacht und oh, da schäme ich mich oder so. Nee, sündhaft heißt, wir sind von Natur aus abgesondert. Das Wort Sünde und Sondern gehört zusammen. Wir sind abgesondert und wir haben daher eine Freiheit, die eine Pflanze nicht hat. Und es sollte dann eine bewusste Entscheidung sein, genau wie die Pflanzen. Deswegen sind sie unsere Lehrer, unsere Gurus, kann man sagen, dass wir uns wieder in Lot bringen, in Einklang bringen mit dem Kosmos. Aber wir machen eben die menschlichen Erfahrungen und die Pflanzen können uns immer da helfen, lehren. Sag mal, du hast es im Prinzip schon beantwortet. Was wirkt in einer Pflanze? Die Inhaltsstoffe, die man eben so schön wissenschaftlich nachweisen kann? Oder vielleicht doch was anderes?
Also die Inhaltsstoffe, klar, die sind gut, die sind auch empirisch-wissenschaftlich zugänglich. Und da ist natürlich ein Bezug zu der Wirkung als Heilmittel, ist klar. Aber, und das habe ich mal diesem Bill Tauber, dem indianischen Medizinmann, gesagt, ja. Er sagte, wir kochen die Heilkräuter. Ich sage, ja, da gehen doch viele ätherische Öle verloren und so. Er sagt, was, ätherische Öle? Ich sage, ja, das sind ja die Inhaltsstoffe. Und habe ihm dann wissenschaftlich erklärt, was Inhaltsstoffe sind. Er hat nicht geantwortet, denn die Indianer, die reden nicht gleich. Das ist kein Geschwätz. Die meditieren erstmal, überlegen, was kann daran sein. Kam dann eine Woche später und sagte, nix Inhaltsstoff, es ist der Geist der Pflanze, der uns heilt. Diese Geister können Sie eben in der Visionssuche oder manchmal in der Schwitzhütte, können Sie im Seelenspiegel sehen. Also und das Geistwesen, das kümmert sich und das heilt, so wie eine Oma heilen würde. Trotzdem sind die Inhaltsstoffe für uns erstmal ganz wichtig, aber sie sind nur ein Teil des ganzen Pflanzenwesens. Da kommt man wieder zurück wie beim Menschen. Ja, wenn man da, der besteht aus so und so viel Phosphor und Kalk und was nicht alles, das ist noch nicht der Mensch. Oder, das sagte einmal, das ist der Stephen Buhner, der war wirklich der ist vor kurzem gestorben, inspirierter amerikanischer Kräuterkundiger, einer der wenigen, einer, der wirklich wusste und nicht nur hineinprojiziert hatte. Und er erzählte die Geschichte von Engelwurz und die sagte zu dem Wissenschaftler, ja, wenn ihr wissen wollt, warum ich wirke, dann zerlegt ihr mich in Wirkstoffe und sagt, dass deswegen habe ich diese Heilkräfte. Was ist, wenn wir einen von euch, sagen wir mal Mozart, in seine Wirkstoffe zerlegen, in seine physikalischen Komponenten? Dann würden wir dann herausfinden, dass er wunderbare Musik komponieren kann. Ah, das ist ein herrliches Beispiel. Ja, das ist, ich Toll. finde das. Wunderbar, genial. Es ist von den Wirkstoffen kann man wirklich nicht, es gehört zur Pflanze, es ist wie der Schatten der Pflanze, es ist wie, auch wieder ein Vergleich, wie ein Schnappschuss eines Menschen. Da hat man ein Bild vom Menschen und sieht, ja, sieht so aus, aber da kann man noch längst nicht schließen, was das für ein Mensch ist, was für eine Seele er hat. Also es genügt nicht, obwohl ich nicht sage, dass es nicht wichtig ist. Es ist in der heutigen Zeit ganz wichtig. Das ist so wie Beweisführung. Ja, schaut, da sind diese und diese Mineralien und Moleküle drin, deswegen wirkt es. Und das ist dann unsere Glaubenssache. Im Mittelalter gab es auch Leute, die wollten empirische Beweise. Da hat man nämlich den Holunder, den Hofholunder gehabt. Jedes Haus, jeder Hof hatte einen Holunder. Und da haben dann die Hausherrinnen, die Frauen haben dann Krankheiten, die sie hellsichtig wahrgenommen haben, hingebracht und angehängt, weil der Holunder zieht alles nach unten. Wenn man unter dem Holunder sitzt, dann hat man das Gefühl, man wird in die Erde gezogen, für viele ein ungemütliches Erlebnis. So, und da hat man das angehängt. Und ja, später dann dachte man, ja, das ist ja Unsinn. Und hat es trotzdem gemacht, trotz kirchlicher Verbote. Und dann hat man einen Beweis gebracht. Da ist ja der Holunderschwamm. Das sieht aus wie ein Ganz Ohr komisch. eines Toten. Ja, ganz beliebter Speisepilz in China, das ist der Mu-Er-Pilz. Wir haben ihn nicht gegessen, denn das sei nämlich der Judas gekommen, der den Heiland verraten hat
und fühlte sich für 30 Silberlinge, fühlte sich sehr depressiv und hat sich dann an einem großen Holunder erhängt. Und dann ging seine Seele runter in die Unterwelt. Früher hätte man gesagt, in den Kochtopf der Frau Holle. Ja. Und dieser Holunderschwamm, der auf alten Holunderbäumen wächst, der sieht aus wie ein Ohr. Und dann konnte man empirischen Beweis geben, schaut, das ist das Ohr vom Judas. Der ist tatsächlich darunter, sein Ohr ist da zufällig hängen geblieben. Also, so, ja, die Wirkstoffe, toll, cool. Es ist wie so ein Glasperlenspiel, also very sophisticated. Aber es ist nicht wesentlich, um mit der Pflanze zu kommunizieren oder pflanzenkundig zu werden. Wie kann... Ja, Entschuldigung, Rosa. Nee, ich wollte jetzt im Prinzip auch darauf hinaus, wie man sich denn besser, also aus dieser sehr materialistischen Welt und auch aus diesem ganz anderen Mindset, das wir heute haben, wieder besser mit den Pflanzen verbünden. Also ich nehme an, die Pflanzenbegegnung steht auf Platz 1 zunächst. Ja, das ist durchaus möglich. Und zwar, indem man sich die Zeit nimmt, um einfach mit der Pflanze zu sein. Das, also nicht, dass man da unbedingt, Bücher sind hilfreich, ich schreibe ja selber Bücher. Wir haben sie. Aber das, und doch, sind hilfreich als Anleitungen, aber das Beste ist, zur Pflanze zu gehen. Es heißt, Buddha kam in einen Zustand des Samadhi, der Tiefstmeditation, indem er einfach in eine Blüte schaute. Blüten sind wie eine, die bunten Blüten sind wie eine Brücke zur Pflanze. Man muss sich einfach mal die Zeit nehmen und nicht vorbeigehen und mit einem Bestimmungsbuch und sagen, oh ja, das kenne ich, das ist Löwenzahn und das ist Gänseblümchen, braucht man nicht angucken. Eigentlich ist der Löwenzahn, der da wächst, den hat man noch nie gesehen, ist einmalig, einmalig. Und wenn man sich dann hinsetzt und ihn anschaut, dann sieht man, wie wunderschön er ist, wie so eine kleine Sonne auf Erden und wie gut er duftet. Und dann kommt eine Biene oder was. Das ist ein Abenteuer, muss sich aber die Zeit nehmen und nicht im Kopf sein, ja, ja, kenne ich alles. Er enthält Latex und wirkt auf, gut, auf günstig für die Leber. So, es gibt sogar Kräuterwanderungen, die so gehen. Nein, man muss sich hinsetzen, man muss hineinkriechen, man muss die Grenzen auflösen. Man kann auch sehr gut den Namen vergessen und hineingehen und dann öffnet sich die Tür, weil es ist die Interesse, die ihrerseits die Pflanzenseele anlockt. Und man hat da wirklich ein wunderbares seelisches Erlebnis, das ist durchaus möglich, das zu machen. Und wenn man nun in der Stadt lebt und ja, in einem so modernen Elektrohaus und so, und man erlebt die Natur am Bildschirm, das ist es nicht. Aber auch dort, vielleicht eine Blume auf der Fensterbank, mit der kann man wirklich in Kontakt kommen. Oder während der Arbeit, in der Mittagspause, geht man raus, zieht sich, vielleicht ist ein Park in der Nähe oder eine Wiese, zieht sich die Schuhe aus, fühlt die Erde, fühlt, wie ganz anders es ist, wenn man auf Zement läuft oder auf einem Rasen. Und schaut das kleine Gänseblümchen an, das immer sein Köpfchen in der Sonne zuwendet und macht das. Aber wir müssen das eben bewusst machen. Das ist, sagen wir mal, bei den Indianern war das ganz natürlich. Aber wir müssen bewusst die Entscheidung treffen. Deswegen eben Schillers weise Worte. Sei du es wollend, das ist's. Also es ist die Geisterwelt ist in dem Sinn nicht verschlossen. Eine Gefahr in der heutigen Zeit ist, weil wir in einer Zeit der seelischen Hungersnot leben, dass wir dass wir dann seelisches Junkfood nehmen.
Also so billige Erklärungen über Pflanzendevas oder Scharlatane oder Scharlamanen, die dann sagen, ja, wir gehen jetzt in die geistige Welt. Und manchmal, wenn ich da Meditation mit Leuten mache, dann merke ich, wie einige sind wirklich da und einige, die bleiben, wo die Sinne wirklich scharf sind, wunderbar, und andere gehen hinaus, wo die eigene Seele dann die passenden Bilder schafft, so dass man, ja, dass man sieht, als ob der Geist der Pflanze oder die Naturgeister, die suchen sich die Bilder, die wir innerlich haben, um sich damit einzukleiden. Also das ist eine Möglichkeit. Aber was die Gefahr ist, dass wir oft durch Wunschdenken oder wir haben irgendwas gelesen und dann projizieren wir das und dann ist wirklich keine wirkliche Kommunikation da. Also das ist in der heutigen Zeit. Also wie kann ich das selber wahrnehmen? Weil das, finde ich, ist so ein ganz schwieriger Punkt. Kann ich das selber wahrnehmen, ja, ob ich das selber jetzt projiziere oder eben nicht? Das ist, erstmal muss man dann ganz ehrlich sein. Deswegen fängt man mit dem sinnlichen, empirischen an. Also, dass man das nicht überspringt. Und dass man sich selber nicht belügt, das ist eine ganz schwierige Sache heutzutage. Es ist besser, überhaupt kein irgendwie magisches Erlebnis zu haben und zuzugeben, als wie das zu fantasieren. Ja. Ja, ja, ja. Wie ist denn das, sagen wir mal, ich habe jetzt einfach nicht diesen Zugang zur Seele der Pflanze, aber ich glaube da einfach total dran und ich glaube auch, ja, dass die Pflanze eben in ihrer Gesamtheit wirkt. Wie kann ich die Pflanze bitten, dass sie mir hilft, dass sie mich unterstützt, vielleicht bei dieser und jener Krankheit? Was kann ich ihr dafür zurückgeben, dass sie mich unterstützt, ohne jetzt wirklich auch in diese meditative Trance zu kommen und in diese tiefe Verbindung der Pflanze, in diese tiefe Verbindung mit der Pflanze zu kommen? Ja, also fast überall, das sagt man zu der Pflanze, bitte helft. Man sagt zu der Pflanze, oder bitte helft, und man erinnert sie an die Heilkräfte, die sie haben. Zum Beispiel ist es, man könnte sagen, die Pflanzen, die Seelen sind weiter entfernt als wie bei Tieren. Wenn man ganz tief in der Pflanzenmeditation ist, dann ist der Hund oder die Katze, die neben einem ist, oder das Pferd, fast Mensch, ne? Weil die so nahe sind. Aber die Pflanzenseelen sind weit entfernt. Sie wurden verglichen mit Alten, mit Oma und Opa. Die sitzen da am Feuer und dösen vor sich hin. Und das Feuer, könnte man sagen, sie sitzen an der Sonne und nehmen die Kraft und die Wärme der Sonne auf und sitzen da. Und das kleine Enkelkind kommt: Oma, Oma, ich habe ein Baby. Und dann, man muss der Pflanze sagen, was man eben, wie man Hilfe braucht. Und Oma, Oma. Und dann, ja, was ist denn? Und ja, hier, Baby. Und dann sagt die Pflanze, ja, gut. Oder die Oma, ja, gut. Heile, heile, Segen, so ein Spruch. Morgen kommt Regen, übermorgen Sonnenschein, dann wird das Weh vorüber sein. Und das ist, wenn die Oma das sagt, die hat mehr zu sagen als die Mutter, denn sie sagt auch der Mutter, wo es lang geht. Und dann glaubt man das und das funktioniert. Oder sie nimmt ein bisschen Spucke und reibt es drauf und dann vergeht das. Also die Pflanzen sind wie, also Großeltern, wie Alte, die da am Herd sitzen. Man muss sie erstmal wecken. Man muss, und deswegen gibt es fast überall, gibt es
Sprüche oder Lieder. Die Indianer kennen dann Lieder in Südamerika, die sogenannten Icaros. Das sind Lieder, die sie von den Pflanzen irgendwann empfangen haben. Und dann, wenn sie den Kontakt brauchen, dann singen sie das Medizinlied. Und das ist wie, man hat die Telefonnummer von einem guten Freund, der heilen kann, sozusagen. Also man muss der Pflanze sagen, warum man gekommen ist. Und man geht hin sehr respektvoll, wie man gegenüber ganz Alten sich verhalten würde. Und bei den Amerikanern, also den Indianern, bringt man Tabak. Denn die Geister kennen den Tabak seit Jahrtausenden. Ist das eine ganz besondere Pflanze? Die Ahnen kannten den Tabak. Die haben den Tabak geraucht. Zum Teil ist der Tabak, wenn er geräuchert wird, macht eine Verbindung mit den Himmel. Bei uns haben die Frauen, wenn sie zu den Pflanzen gingen, es waren vor allem die Frauen, die Heiler waren, haben sie dann etwas Milch oder Bier geopfert oder etwas Mehl. Also man gibt etwas, man sagt, was einem fehlt und man bittet um Hilfe. Und das ist für Naturvölker nichts Besonderes. So macht man das eben. Ja. Wir haben das ziemlich verlernt, weil wir nur an Wirkstoffe denken, die Pflanze möglicherweise rupf, rupf, rupf und Wirkstoffe extrahieren und heutzutage besser noch synthetisieren. Aber da ist der Bezug zu dem heilenden Wesen der Pflanze also ganz dünn dann. Ja. Ja, und das können wir. Und wir sind eher verbunden, als wir denken. Ich merke, wenn ich im Garten arbeite, ich merke gar nicht, dass ich da eben mit den Naturgeistern oder den Pflanzen verbunden ist. Man macht einfach seine Sache. Aber wenn man dann die Stimme hört, hey, Mittagessen, dann merkt man, die Seele ist wieder da. Denn die ganze Zeit war man da draußen in Verbundenheit. Aber der Kopf, der kriegt vielleicht das Praktische mit, ja, so tief musst du umgraben oder diese Pflanze, dies und das. Aber der Kopf kriegt nicht das Wesentliche mit. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Rudolf Steiner sprach mal von der Entwicklung der Bewusstseinsseele. Das heißt, dass unsere Seele bewusst werden soll, eben diese die geistigen Dimensionen, die tatsächlich da sind, wieder bewusst, dass wir dessen wieder bewusst sind. Und das ist so, was wir in der heutigen Zeit machen sollten. Ich finde, das ist ja eine wunderbar einfache Anleitung. Hingehen, die Pflanze bitten, ihr sagen, wobei sie mir helfen darf und ein Geschenk dalassen. Ja, ich glaube, ja. Das kriegt ja im Prinzip wirklich also jeder hin. Und das ist ja, ja. Und wenn man Kapitalist ist, kann man Kupferpfennig hin tun. Also was ist Cent, ja. Übergeordnet finde ich ja, steht ja auch so ein bisschen das dahinter, dass ich nochmal diesen anderen Blick auf die Natur bekomme, diesen respektvollen, wertschätzenden Blick, den ich da jetzt im Einzelnen dieser Pflanze entgegenbringe. Aber letztlich ist es ja das, was einfach nochmal sich vermehren darf, dass wir diesen Respekt vor der Natur wieder erlangen und genau. Diese Wertschätzung, Achtung, dass es eben nicht einfach nur da Unkraut ist und grün wächst. Nein, wir beziehen ja alles aus der Natur. Unsere ganze Lebensgrundlage ist dort. Von den Pflanzen sowieso. Alle Nahrung ist letztendlich, kommt von den Pflanzen. Auch die Milch, die die Kühe fressen. Die Kühe fressen ja sehr liebevoll, wenn man sie zuschaut. Sie liebkosen die Erde und die Pflanzen und meditieren, was in der Pflanze ist. Normale Verdauung bei einer Kuh sind fast normal, wenn es nicht überschüssig an Eiweißen ist, sind 12 Tage. Und dann ist das etwas ganz Edles, was von der Kuh kommt. Aber
Es ist so, wir sind auch nicht Fremde. Wir sind nicht irgendwie von irgendeinem anderen Planeten hier mit gelandet, sondern wir sind Teil der Natur. Wir sind Kinder der Natur. Wir gehören dazu. Wir sind, wenn die Steine die Mineralwelt verkörpern und die Pflanzen das Lebensprinzip, das Lebensgebende, und die Tiere das Seelische, das Fühlende der Erde. Jedes Tier ist wie ein Ausdruck der Erdenseele. So sind wir Menschen das Bewusstsein der Erde, oder sollten es sein. Wir gehören dazu. Ich habe das richtig am Meer mal erfahren, als ich da stand und schaute, ach, ist das schön, ach, wie schön bist du. Und dann wurde mir gewahr, wurde es klar, dass das Meer, dass wir im Meer entstanden sind. Das Leben ist im Meer entstanden. Es ist von kosmischen Kräften befruchtet, im Meer entstanden. Und unser Blut hat immer noch, bis auf Kalkinhalt oder was immer, hat immer noch fast dieselbe Konsistenz wie das Meer. Das Meer ist in uns. Wir sind das Meer, das an Land gegangen ist und wieder zurückschaut und sagt, ach, wie schön bist du. Und so auch die Wälder und die Pflanzen und alles, das sind eigentlich Teil unseres Wesens. Und es geht im Grunde genommen darum, uns wieder damit zu verbinden, denn nur so können wir heil werden, also echt heil. Heil heißt, was zerbrochen ist, wieder zusammenfügen, zusammenheilen. Ja. Danke. Das ist ja schon fast ein wunderbarer Ausblick auf das Jahr 24, was folgt. Gibt es da was, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest, oder gibt es so eine Art Riesenwunsch für 24 und darüber hinaus? Ja, ich denke, dass die Menschen, das ist mein Wunsch, dass sie von der Natur lernen, wieder sich mit dem göttlichen Urgrund oder dem Göttlichen, das in unserem Herzen wohnt, verbinden können. Dann wird alles klappen, dann braucht es keine Kriege und so weiter. Also das ist der Wunsch. Und das fängt bei jedem Einzelnen an. Das ist nicht, dass man dann in eine politische Partei gehen muss und gegen das vermeintlich Böse kämpfen. Ja, das ist, meistens wird man dann selber das, was man bekämpft. Immer wieder aus der Fülle, der unendlichen Fülle der Natur schöpfen. Und die Pflanzen sind ja die Vermittler, die uns dann lehren können. Danke. Ja, und das macht Spaß. Es ist wunderbar. Es nährt die Seele. Gell? Das ist schön, weil Spaß machen darf es ja auch, ne? Ja, natürlich. Todernste. Ja, das geht nicht. Wunderbar. Ja. Dann sind wir leider am Ende dieses wundervollen Interviews angekommen. Ja. Ich glaube, wir könnten, also Mo und ich könnten definitiv noch bis heute Abend hier sitzen. Ganz herzlichen Dank. Ja. Obwohl das Ohrstöpsel mir ab und zu mal runtergefallen ist und das Bild ging weg. aber ich denke, vielleicht haben wir es geschafft. Ja. Auf jeden Fall. Tausend Dank. Also es war unglaublich wertvoll, unglaublich reich. Ich gehe gleich total euphorisiert hier aus diesem Gespräch heraus. Das ist gut. Jawohl. Bin mir auch ziemlich sicher, dass das eine wahnsinnige Bereicherung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist. Ja. Möge es sein, ja. Ja. Dankeschön für deine Zuhörer. Vielleicht, treffen wir uns in echt nochmal. Das wäre unser Wunsch für 24. Ja, es kann gut sein. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Wir werden mal einen Ausflug ins Allgäu machen. Jawohl. Ja, hier ist viel los mit Kräutern und Kräuterorten, Artemisia zum Beispiel. Ja. Ja. Ist es wert. Auf jeden Fall. Definitiv. Dankeschön. Dann noch einen Dank. Tag. Alles Liebe. Tausend Dank Ebenfalls. Für deine wundervolle, inspirierende Arbeit. Ja, vielen Dank. Danke. Ja, auf bald und frohe Weihnachten. ja, stimmt. Ist auch eine wunderbare Zeit, wo die
Ja, okay, lass was. Dankeschön. Danke.